Und? Was sagst du dazu? Ich weiß nicht. Ich habe mir doch hier erst alles aufgebaut. Das Bagdad und... Aber überleg doch mal. In Frankreich hätten wir eine echte alte Patisserie. Und hinter der Theke ich mit meinem perfekten Französisch. Französisch lernst du im Nu. Ja, das geht nicht. Ich kann hier nicht einfach alles hinschmeißen. Verstehst du denn nicht? Wir könnten noch mal bei Null anfangen. Nur wir beide. Mir fehlt die Kraft, um noch mal bei Null anzufangen. Ich habe das hier am Marienhof schon getan. Ich dachte, du freust dich. Um ehrlich zu sein, ich bin eher geschockt. Ich kann das doch nicht einfach alles aufgeben. Das ist mein Leben hier. Ich weiß. Aber hast du dich auch nur einmal gefragt, ob es auch meins ist? Du wirst lachen, das habe ich. Was ist das? Altpapier, wie sich gerade rausgestellt hat. Hallo, kann ich einen Kaffee kriegen? Ich komme gleich. Hi, Sülo. Hallo. To go? Ja. Wie geht's dir? Soweit ganz okay. Ganz okay? Als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, warst du über beide Ohren verliebt? Ich bin immer noch glücklich mit Juliette und bei dir. Ach, ich bin auch immer noch glücklich mit meiner großen Liebe. Habe ich irgendwas verpasst? Witzbold. Ich meine natürlich Bruno. Und mein Obststand. Zu mir bleibt sowieso nicht Zeit. Macht er so viel Arbeit? Wer, Bruno oder der Stand? Der Stand, Sülo. Eigentlich mehr als der Laden früher. Letzte Woche war so eine Flaute, da ging fast gar nichts mehr. Aber dann habe ich mir gesagt, sieh das Ganze als Chance. Als Chance? Ja. Ich habe schon so oft gedacht, das ist jetzt das Ende. Wie damals, als der Laden in Flammen aufgegangen ist bei der Explosion. Wäre das nicht passiert, hätte ich heute nicht den Stand. Und seitdem weiß ich, irgendwie geht's immer weiter. So kann man das natürlich auch sehen. Am Ende sind oft die Chancen die größten, die am wenigsten danach aussehen. Was kriegst du? Na, lass stecken. Geht aufs Haus. Danke. Tschüss. Tschüss. Was machst du denn hier? Ich habe nur was nachgeschaut. Vorne ist ordentlich was los. Was gibt's denn so Spannendes? Ach, ist nicht so wichtig. Wollen wir? Sicher. Bitte schön. Danke. Danke. Tschüss. Oh, hallo, wir beiden. Hallo, Inge. Hallo, hallo. Hast du noch von diesem köstlichen Erdbeertörtchen was da? Genau, zwei Stück. Ja, genau, das passt ja. Die nehme ich. Ach, ich wüsste überhaupt nicht, was wir hier machen sollten ohne dich. Deine wunderbaren Törtchen. Ihr würdet bestimmt nicht verhungern. Naja, ich denke, wir würden alle hinter dir herziehen müssen. Ach, lass gut sein, sonst werde ich noch ganz rot. Ach was. Es ist jedenfalls schön, dass wir dich hier haben. Nicht nur wegen deiner Erdbeertörtchen. Vielen Dank. Bitte, bitte. Also, danke. Tschüss. Au revoir.
take time to realize that I am on your side. Didn't I tell you? But I can't spell it out for you. No, it's never gonna be that simple. No, I can't spell it out for you. If you just realize what I just realized, then we'd be perfect for each other and we'll never find another. Just realize what I just realized, we'd never have to wonder if we missed out on each other now. Take time to realize, oh, I'm on your side. Didn't I tell you? Take time to realize this all can pass you by. Didn't I tell you? But I can't spell it out for you. No, it's never gonna be that simple. No, I can't spell it out for you. If you just realize what I just realized, then we'd be perfect for each other and we'll never find another. Just realize what I just realized, we'd never have to wonder if we missed out. The same, no, it's never the same. If you don't feel it too, ich. Du zuerst. Kerstin, mir ist was klar geworden. Du gehörst hier einfach her. Das Bagdad, der Marienhof. Ich kann nicht von dir erwarten, dass du das alles für mich aufgibst. Also, vergiss Frankreich. Das war eine ganz blöde Idee. So, so. Und was wolltest du mir sagen? Ich wollte dich eigentlich was fragen. Wo würden wir denn wohnen? Was meinst du damit? Wenn wir die Patisserie übernehmen, wo würden wir dann wohnen? Heißt das... Du hast recht, das Leben hier bedeutet mir sehr viel. Aber es gibt jemanden, der mir noch viel mehr bedeutet. Natürlich, ich komme mit dir mit. La pluie et tu es mes gouttes, tu es le oui et moi le doute. Tu es le bouquet, je suis les fleurs, tu es la horte et moi le cœur, toi tu es l'instant, moi le bonheur. Tu es le verre, je suis le vin, toi tu es l'herbe et moi le joint, tu es le vent, je suis la rafale, toi la raquette et moi la balle, tu es le jouet et moi l'enfant. Tu es le vieillard et moi le temps, je suis l'iris, tu es la pupille, je suis l'épice, toi la papille. Toi l'eau qui vient, et moi la bouche, toi l'aube et moi le ciel qui se...